Wer war er wirklich, dieser Giacomo Casanova? Was steckte hinter seiner Rastlosigkeit? Von Venedig aus bereiste er in oft atemlosem Tempo ganz Europa, immer auf der Suche nach Geld, nach Opfern für seine Betrügereien und nach immer neuen Frauen. Aber hat er all diese Abenteuer wirklich erlebt? Oder gab es sie nur in der Fantasie seines von der Syphilis geschädigten Geistes? Sicher ist, dass Casanova sich in den Freudenhäusern seiner Zeit ebenso auskannte wie auf dem spiegelnden Parkett von Versailles. Und dass es neben der glamourösen Seite seines Lebens auch immer wieder Tiefpunkte gab. Armut und Krankheit, die dunklen Seiten des 18. Jahrhunderts, sind ihm nicht verborgen geblieben. Casanova, ein Mann auf der Flucht. Sein Leben besteht daraus, Städte oder Länder Hals über Kopf zu verlassen, weil die Häscher ihm auf den Fersen sind. Manchmal muss er fliehen, weil er sich im Spiel hoch verschuldet oder keine Steuern bezahlt hat. Manchmal wegen Beleidigung irgendeiner Majestät oder eines Fürsten. Und nicht selten geht es um Frauengeschichten. Kaum ein anderer Abenteurer des 18. Jahrhunderts hat ein so bewegtes Leben geführt wie Giacomo Casanova, der Venezianer. Wird er jemals zurückkehren können nach Venedig? Denn auch in seiner Heimatstadt wird er verfolgt. Ein Spitzel der Inquisition findet ein schandbares Gedicht und legt es als Gotteslästerung aus. Das religiöse Thema wird in einer erstaunlichen Weise behandelt, heißt es in der Beurteilung durch den Spion. Casanova spricht darin indirekt und direkt von der Begattung. Am 24. Juli 1754 wird er verhaftet und in die Bleikammern im Dogenpalast gebracht. Die Bleikammern gelten damals als das sicherste Gefängnis der Welt. Noch nie hat es ein Häftling geschafft, zu entkommen. Die Verhafteten, die unter das enge, bleigedeckte Dach des Dogenpalastes gebracht werden, behandelt man mit äußerster Brutalität. So etwas wie eine Anhörung gibt es nicht. Und die Gefangenen erfahren auch kein Urteil. Sie werden hier gehalten wie Tiere. In den winzigen Zellen können sie nicht aufrecht stehen. Tageslicht gibt es nicht. Im Sommer ist es brütend heiß, im Winter eiskalt. Manche finden den Tod. Casanova hat von Anfang an nur einen Gedanken: Flucht. Wird er es als Erster schaffen? Hier in seiner Zelle schmiedet er den Plan für einen der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der Geschichte. Einmal in der Woche führt man die Gefangenen auf einem Dachboden spazieren, damit sie ein bisschen Bewegung haben. Dabei entdeckt Casanova einen kleinen Metallgegenstand, nimmt ihn heimlich mit in die Zelle und formt ihn mit einem ebenfalls gefundenen Stein zu einem Werkzeug. In seinem Buch »Die Geschichte meiner Flucht«, das später in ganz Europa zum Bestseller wird, beschreibt Casanova seine Strategie. Ich war überzeugt, dass ich mich, sobald das Loch im Fußboden unter meinem Bett fertig war, leicht von oben herunterlassen konnte. Als ich das letzte Brett aushüllte, ließ ich nur eine ganz dünne Schicht stehen. Ich war kurz vor der Flucht. Aber dann geschah das Unfassbare. Ich wurde in eine andere Zelle verlegt. Alles war umsonst gewesen. Sofort entwickelt Casanova neue Fluchtpläne. Es gelingt ihm, den Metallspieß an den Insassen der Zelle über ihm weiterzugeben. Der bohrt wieder ein Loch, durch das die beiden schließlich auf einen Dachboden unmittelbar unter den Bleidächern gelangen. Jetzt müssen sie noch eine Stelle finden, an der sich eine Bleiplatte lockern lässt. Als sie schließlich auf dem Dach sind, gleitet Casanova aus und hängt an der Dachrinne. Mit übermenschlicher Anstrengung gelangen die beiden Flüchtlinge dann über einen anderen Dachboden in die Amtsräume des Palastes. Auf einem Schreibtisch der Kanzlei entdeckte ich ein eisernes Werkzeug. Damit zersprengte ich eine hölzerne Tür. Ich zog meine Straßenkleider an, die ich ins Gefängnis hatte mitnehmen können. Ohne Schwierigkeit ließ ich die Tür zur Prachttreppe öffnen. Da
Dann zeigt sich Casanova an einem der Fenster und Passanten, die ihn sehen, vermuten, ein Gast vom Ball der vergangenen Nacht sei eingeschlossen worden. Sie informieren den Hausmeister, der ohne Umschweife aufschließt. Ich ging geradewegs von der Porta della Carta, dem Prachttor des Dogenpalastes, ohne jemanden anzublicken, ein Mittel, um weniger aufzufallen, über die Piazzetta. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass gerade ein paar freie Gondeln vorbeikamen. Ich sprang in die erstbeste und befahl dem Gondoliere, sich zu beeilen und mich erst einmal weit hinaus in die Lagune zu bringen. Ich blickte nun den ganzen Kanal entlang und dachte dabei an die grauenvolle Nacht, die ich hinter mir hatte. An den schrecklichen Ort, an dem ich noch tags zuvor gewesen war. Und an das Zusammentreffen so vieler glücklicher Umstände. Nun traute ich mir auch zu, aus dem Staatsgebiet zu entkommen. Aber wo wird Casanova diesmal landen? Vollkommen ruhelos reist der Abenteurer wieder einmal durch ganz Europa. Ein Leben lang wird es ihn quer durch Italien treiben. Nach London, Konstantinopel und Wien, nach Prag und Amsterdam, nach Dresden und Barcelona. Es ist das Prinzip meines Lebens, dass ich nie auf ein bestimmtes Ziel zusteuere und deshalb nur dem System folge, wenn es überhaupt ein System ist, mich einfach dahin treiben zu lassen, wohin der Wind mich bläst. Er trifft Könige und Kardinäle, Prostituierte und Philosophen. In Paris gründet er eine Lotterie, in Lyon eine Seidenfabrik. Er schwankt ständig zwischen Reichtum und Schuldenbergen. Immer wieder wechselt er die Rollen vom Priester zum Schauspieler, vom Trickbetrüger zum Staatsbeamten. Gelernt hat er diese Maskerade in Venedig, das in dieser Zeit ein Hexenkessel von Schönheit und Abenteuer ist. Und Casanova beherrscht die Regeln, die dort gelten. Und er beherrscht die Kunst der Verführung. Die Stadt wird für ihn zur Schule der Frauen. Und tatsächlich erliegen sie dutzendweise seinem Charme. Casanova ist der Star vieler glamouröser Bälle einer Gesellschaft, die sich bald auflösen wird, aber die Fäulniserscheinungen noch nicht wahrhaben will. Das Leben der Armen interessiert die vergnügungssüchtigen Patrizier einfach nicht. Mangelnde Hygiene und Promiskuität führen immer wieder zu Seuchen. Gerade erst ist die Pest über Europa hinweggefegt. Pocken und Cholera fordern viele Opfer, gerade in den sogenannten niederen Ständen. Die Patrizier und Reichen dagegen haben mit Geschlechtskrankheiten zu kämpfen. Folgt man seinen Memoiren, muss Casanova sich mindestens 12-mal mit Syphilis angesteckt haben. In einer Zeit, in der es noch keine Antibiotika gibt, ist das für viele ein Todesurteil. Aber Casanovas Gesundheit ist robust. Er zieht sich für einige Wochen zurück, wenn die Symptome nicht mehr zu verstecken sind. Es ist denkbar, dass er durchaus längere Zeit beschwerdefrei leben konnte und auch keine großen Symptome zeigten. Dann wieder können die Symptome intensiv aufgetreten sein, sowohl sichtbar wie auch spürbar. Die Syphilis kann praktisch an allen Stellen des Körpers auftreten. Die Behandlung mit Quecksilber war die Methode der Wahl in der Bekämpfung der Syphilis. Man hat das Quecksilber entweder auf die Haut aufgeschmiert oder durch den Mund aufgenommen. Zum Aufschmieren diente ein solcher Spatel, mit dem man auch Salben aufgetragen hat. Im Alter beginnt Casanova aufzuschreiben, was er erlebt hat. 5000 Seiten umfassen seine Erinnerungen. Aber hat er sie überhaupt selbst geschrieben? Kann ein Schwerkranker noch so produktiv sein? Die Syphilis kann das Gehirn schädigen, sie muss nicht. Die Syphilis kann unter Umständen wieder vollständig ausheilen.
Aber auch wenn das Gehirn betroffen ist im späteren Stadium, haben wir das Phänomen, dass in einer Vorphase eine ausgesprochen geistig fruchtbare Phase vorangehen kann. Das sogenannte Genie kann sich in dieser Phase entwickeln. Wir kennen Beispiele, nicht nur Casanova, sie ist ja auch bei anderen großen Geistern beschrieben. Schloss Dux in Böhmen. 1785 tritt der einsam gewordene und verarmte Greis einen Posten als Bibliothekar beim Grafen Waldstein an. Er ist allmählich zum Misanthropen geworden, mäkelt den ganzen Tag an seiner Umgebung herum und lebt nur noch in der Erinnerung. Und er schreibt. Sein Gedächtnis funktioniert noch perfekt, alles ist präsent. Das Abendlicht an einem bestimmten Ort, den er irgendwann vor 30 Jahren besucht hat. Der Duft einer Frau, Erlebnisse in der Kindheit. Ich war ein Jahr alt, als meine Eltern mich in Venedig zurückließen, um in London Theater zu spielen. Ich wurde bei meiner Großmutter untergebracht. Sie zog mich auf. 6 Jahre später kehrten meine Eltern nach Venedig zurück. Sie arbeiteten am Theater San Samuele, wo schon mein Großvater Mitglied der Truppe gewesen war. Die Welt des Theaters und der damals moderne Okkultismus werden den jungen Casanova entscheidend prägen. Mit 8 Jahren und 4 Monaten brachte meine Großmutter mich zu einer Hexe. Sie bekam einen Silberdukaten von meiner Großmutter, damit sie mich von meinem ständigen Nasenbluten heilen solle. Die Hexe öffnete eine Truhe, in die ich stieg, und schloss sie mit den Worten, ich solle keine Angst haben. Gerade damit hätte sie mir Furcht eingejagt, wenn ich etwas klarer im Kopf gewesen wäre. Aber ich war ganz benommen. Ich verhielt mich ruhig und drückte mein Schnupftuch an die Nase, weil ich blutete. Ich hörte abwechselnd Lachen und Weinen, dann Schreien, Singen und Schläge auf die Truhe. Das Bluten hörte auf und kam von da an nie wieder. Ich war dem Tod nahe gewesen. Jetzt war ich gerettet. Ein Enfant, der failli mourir. Als Kind wäre Casanova beinahe gestorben, aber danach fürchtet er nie mehr, dass ein Unglück über ihn hereinbrechen könnte. Er hat keine Angst mehr vor dem Tod, weil er mit ihm geboren wurde. Er weiß, dass man alles verlieren, aber auch alles gewinnen kann, und das verleiht ihm eine ungeheure Energie. Auf seinem abenteuerlichen Weg durch das Europa der Rokoko-Zeit hat der junge Casanova immer wieder versucht, seinem sprunghaften Dasein, den Höhenflügen und dem freien Fall eine Richtung zu geben. Er lässt sich wie viele damals zum Priester ausbilden. Mit 17 schon wird er Doktor der Rechte. Er reist nach Neapel und Rom, nach Korfu und Konstantinopel. Dann kehrt er zurück nach Venedig und wird nicht etwa Rechtsanwalt, sondern Orchestergeiger am Theater. Noch in viele Rollen wird er im Lauf seines Lebens schlüpfen. Das Leben der Venezianer, ganz gleich ob Handwerker, Patrizier, Politiker oder Bischof, dreht sich nur um die Befriedigung von Genüssen. Die Stadt jagt dem Vergnügen nach, nicht nur während des Karnevals, der 6 Monate dauert. Es gibt 14 Theater und doppelt so viele Freudenhäuser. Und eigentlich ist ganz Venedig nichts anderes als eine riesige Bühne mit raffinierten Kulissen und eleganten Protagonisten. Verschwenderische Feste finden statt. Und die Venezianer sind in der damaligen Welt berühmt für ihre elegante Kleidung. Venedig hat die zweideutige Schönheit des Abenteuers, das wurzellos im Leben schwimmt wie eine Blüte im Meer, wird später jemand schreiben. Die Grenzen zwischen Schein und Wirklichkeit verwischen sich, auch in Casanovas Wahrnehmung. In erotischen Dingen ist man nicht zimperlich in Venedig. Die Kirche toleriert das. Was soll sie auch anderes tun, wenn ihre Würdenträger doch selbst keiner Lust abgeneigt sind? Sexuelle Freizügigkeit ist damals selbstverständlich, der Ehebruch an der Tagesordnung. Die Lust ist das oberste Prinzip, ganz gleich an welchem Ort. Casanova hat ein leichtes Spiel, aber was ihn vor allem interessiert, ist nicht der sexuelle Vollzug, sondern das, was vorausgeht, die Kunst der Verführung, die erotische Spannung und ihr allmähliches Ansteigen. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolges bei Frauen. Was diese bekannteste Seite seines Lebens betrifft, ist Casanova kein Hochstapler.
Die Existenz der ungezählten Frauen, die er in seinen Memoiren erwähnt, wird von der Casanova-Forschung bestätigt. Aber ist er nicht ein gesellschaftlicher Hochstapler? Ein Schauspielerkind, das sich in die höhere Gesellschaft und ihre Paläste nur eingeschlichen hat? Wie dünn ist das Eis, auf dem er sich bewegt? Wie lange wird es tragen? Immerhin besitzt er eine ungewöhnlich gute Bildung, ist Doktor der Rechte, spricht fließend Französisch, Griechisch und Lateinisch und kennt sich in allen Naturwissenschaften und in der Medizin aus. Und genau das bringt ihm auch per Zufall die Bekanntschaft mit einem der mächtigsten Männer Venedigs ein. Er rettet dem Senator Matteo Bragadin das Leben, als der in einer Gondel einen Schlaganfall erleidet. Bragadin wird Casanovas großzügiger Gönner. Aber für seinen aufwendigen Lebensstil reicht dies nicht. Casanova versucht, durch das Spiel an Geld zu kommen. Auch das ist die Mode der Zeit. Das Glücksspiel nimmt damals solche Ausmaße an, dass 1774 der Ridotto, die venezianische Spielhölle, geschlossen werden muss. Ganze Dynastien sind an Spielschulden zugrunde gegangen. Glück in der Liebe oder im Spiel, für Casanova ist das keine Alternative. Er will beides. Und er gewinnt immer wieder. In jener Zeit in Venedig konnte ich nicht umhin, mich im tiefsten Grunde glücklich zu fühlen. Bei vollkommener Gesundheit, in der Blüte meiner Jahre, ohne irgendwelche Verpflichtungen, reichlich mit Geld versehen, von niemandem abhängig, glücklich im Spiel und gern gesehen bei den Frauen, die mich interessierten, konnte ich mir mit vollem Recht sagen, nur weiter so. Der Mensch, so lautet Casanovas Philosophie, werde von drei Trieben beherrscht. Vom Hunger, von der Sexualität und vom Hass. Nur die Begabung zur Lust unterscheide ihn vom Tier. Einzig der Mensch ist zu wirklicher Lust fähig. Er erwartet die Lust, er sucht sie, er verschafft sie sich und erinnert sich ihrer, wenn er sie genossen hat. Aber der Mensch steht auf der gleichen Stufe wie die Tiere, wenn er sich den drei Trieben überlässt, ohne sein Denken dabei zu beteiligen. Die Beispiele für lustvolle Augenblicke sind zahllos in Casanovas Leben und in seinen Memoiren. Darin erzählt er von zwei Nonnen, die er CC und MM nennt. MM ist die Geliebte seines Freundes, des Kardinal de Berny. Der ist französischer Botschafter in Venedig und wird später Außenminister. In de Bernys Lusthaus, dem Casino, verbringt Casanova einige Liebesnächte mit den beiden Nonnen, die außerdem ein lesbisches Verhältnis haben. Aus einem angrenzenden Kabinett werden die drei von dem Botschafter beobachtet. Er ist ein mehr oder weniger impotenter Voyeur, der sich die Gunst seiner Geliebten nur sichern kann, wenn er ihr ab und zu Liebhaber gestattet. Und wenn es sich um eine etwas ungewöhnliche Kombination handelt, umso besser. In meiner langen und lasterhaften Karriere, in der ich einigen hundert Frauen den Kopf verdrehte, habe ich mir alle Künste der Verführung erworben. Ich fand bald heraus, dass Schüchternheit bei einem Mädchen die Abneigung dagegen erweckt, verführt zu werden, während es in Gegenwart eines anderen Mädchens leicht zu besiegen ist. Die Schwachheit der einen führt zum Fall der anderen. Casanova hat keine seiner vielen Gespielinnen jemals schlecht behandelt. Für ihn ist es ein Teil der Lust und der Befriedigung, die Frau glücklich zu machen. Und wenn er sich von einer Geliebten trennt, sorgt er immer dafür, dass sie irgendwo ihr Auskommen findet. Das Leid einer Frau kann er nicht ertragen. Deshalb achtet er auch peinlich genau darauf, seine Partnerinnen nicht zu schwängern. Casanova hat seine Bediensteten in Apotheken, wie wir sie hier sehen, geschickt. Und die haben dort solche Leinensäcken erstehen können. Solche Leinsäcken sind übrigens von italienischen Ärzten bereits im 16. Jahrhundert angepriesen worden, übrigens auch zur Verhütung von Syphilis. Es galt ja, dieses Leinsäcken zu befestigen,
am Penis und man hat das mit einer Schnurkonstruktion am Schaft versucht. Und wenn Sie dieses doch relativ robuste Modell betrachten, stellt sich auch die Frage, ob der Lustgewinn noch ein großer gewesen ist. Bevor er mit einer Frau die Freuden des Bettes teilt, will Casanova die Freuden der Konversation, des gepflegten Essens und der philosophischen Diskussion mit ihr teilen. So auch mit Henriette, der großen Liebe seines Lebens. Aber gab es die Frau, der Casanova so viele Seiten seiner Memoiren widmet, wirklich? Wenn ja, wer war sie? Erst seit kurzer Zeit haben die Casanova-Forscher eine Antwort darauf. Es hat Henriette tatsächlich gegeben. Ihr Name war Jeanne-Marie Boyer de Fonclombe und sie stammte aus einem alten Adelsgeschlecht, das bei Aix-en-Provence seinen Stammsitz hatte. Casanova selbst hat ihre wahre Identität nicht gekannt. Henriette ist verheiratet und wird von einem Mitglied der Familie ihres Mannes gezwungen, in die Provence zurückzukehren. In einem Abschiedsbrief schreibt sie: Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß, dass niemand auf der Welt dich besser kennt als ich. Ich werde mein Leben lang keinen Geliebten mehr haben. Doch ich wünsche nicht, dass du es mir gleich tust. Dir wünsche ich, dass du wieder liebst und sogar eine neue Henriette findest. Adieu. Nicht nur aus Frustration wendet sich Casanova für eine Weile besonders intensiv einer anderen großen Liebe zu, den Wissenschaften. Seine komplizierten Berechnungen zu der Frage, wie man das Volumen eines Würfels vergrößern kann, sind seiner Zeit voraus und werden von Mathematikern überall in Europa diskutiert. Mathematik, Physik und Chemie gehören zu seinen großen Leidenschaften. Auch in der Medizin ist er seiner Zeit weit voraus. Immer mehr wird Casanova im Lauf seines Lebens auch zum Liebhaber der Wissenschaften. Einmal stammte er aus einer Schauspielerfamilie und Schauspieler und Regisseure waren im 18. Jahrhundert ein ausgesprochen technischer Beruf, Unterhaltungstechnik wie heutzutage ja auch. Und darüber hinaus liebte er schon von Jugend an das Geheimnisvolle. Und im Übrigen muss man sagen, dass es dem damaligen Bildungsideal entsprach, dass ein Mann, übrigens auch eine Frau in dieser Zeit, außerordentlich vielseitig gebildet war. Das gehörte zum Ideal dieser Zeit, dass man über viele Dinge, über viele Wissenschaften Bescheid wusste. Venedig ist zur Zeit Casanovas auch ein Eldorado der Geheimbünde. Freimaurer und Rosenkreuzer und die sogenannten Engel des Lichts spielen eine große Rolle. Sie glauben an kabbalistische Zahlenpyramiden, Talismane und Orakel. Casanova weiß die Schwächen der Geheimbündler zu nutzen. Ich erkannte, wie leicht es den alten heidnischen Priestern gewesen sein musste, die unwissende und daher leichtgläubige Welt zu betrügen. Vor allem ist die Alchemie in Europa große Mode. Bizarre Privatgelehrte wie der Fürst von San Severo versetzen mit ihren Experimenten die Zeitgenossen in Staunen. Der Fürst hat eine geheimnisvolle Flüssigkeit entwickelt, mit der man sämtliche Blutgefäße Toter konservieren kann. Auch heute erschrecken uns diese Leichen, auch weil man nie herausgefunden hat, um welche Rezeptur es sich handelt. Casanova will höher hinaus. Er weiß, wie anfällig gerade die Mitglieder der höheren Stände für alchemistische Zaubereien sind. Zum einen war es eine religiöse Übung, das heißt, man hat Alchemie getrieben, um sich seelisch zu läutern. Man hatte beim Anblick alchemistischer Reaktionen, hatte man seelische, religiöse Erlebnisse. Darüber hinaus war sie aber auch eine ganz gute Angelegenheit, um irgendwelche Leute zu betrügen. Und davon hat Casanova reichlich Gebrauch gemacht. Zum Beispiel hat er lebensverlängernde Elixiere an alte venezianische Herzöge verkauft. Er hat zusammen oder parallel hat sein Freund, der Graf von Saint-Germain,
Diamanten gebacken. Man glaubte damals, dieses ginge. Wir wissen heute, das geht natürlich nicht. Aber das Hauptanliegen war auch die Darstellung von Gold. Das geht zwar nicht, aber es ist immer eine schöne Sache, das vorzugaukeln. Casanovas alchemistische Zauberkünste müssen beachtlich gewesen sein. Seine Gönner jedenfalls glauben sich durch ihn im Besitz des Steins der Weisen. Der Stein aus Lapis galt als das wichtigste Instrument zur Umwandlung unedler Metalle in Silber und Gold. Viele Male schon ist Casanova durch seine alchemistischen Betrügereien aufgefallen. Die Inquisition setzt einen Spitzel auf ihn an. Die ganze venezianische Gesellschaft wird damals vom Spitzelwesen der Inquisition beherrscht. Die Inquisitoren sind unerbittlich, wenn sie von Umtrieben erfahren, die sie nicht kontrollieren können. Ihre Folterknechte sind gefürchtet, die Strafen hart. Casanova flieht. Sein Ziel ist Frankreich. Dort ist er für die venezianischen Häscher nicht mehr erreichbar. Und er verspricht sich viel von einer Existenz im mächtigsten Land Europas. Aber er muss wieder ganz von vorn anfangen. Das Reisen geht damals sehr langsam vor sich. Schneller als 6 bis 7 Kilometer in der Stunde kommt kaum jemand voran. Casanova ist 12 Stunden am Tag unterwegs. Um nach Frankreich zu kommen, muss er wieder einmal die Alpen überqueren. Außer am Semmering und am Brenner gibt es nur Saumpfade auf den Pässen. Die Kutsche muss zerlegt und auf Esel und Maultiere verladen werden. Casanova legt im Laufe seines Lebens sage und schreibe fast 42.000 Kilometer zurück. Oft hält er sich auf seinen Reisen mit Glücksspielen über Wasser. Dafür war Venedig eine gute Schule gewesen. Und auch für gewisse Tricks, mit denen man dem Glück etwas auf die Sprünge helfen konnte, bei Kartenspielen wie Pharao, Biribi oder Basset. Ein Major, der zu den berüchtigsten Fallspielern seiner Zeit gehörte, wies mich in die weisen Regeln dieses Nachhelfens ein, ohne die alle Liebhaber von Glücksspielen zugrunde gehen. Mich zwang eine gewisse Habsucht zum Spiel. In den Spelunken der Fallspieler bewegt sich der Flüchtling aus Venedig ebenso sicher wie auf dem spiegelnden Parkett von Schloss Fontainebleau bei Paris, einem der Sitze Ludwigs des 15. Dort geht es noch luxuriöser zu als in Versailles. Die prominente Schauspielerin Silvia Balletti, Mutter eines venezianischen Freundes, verschafft ihm Zugang zu den höchsten Kreisen in Frankreich und zu einem Sprachlehrer, der nicht perfekter ausgewählt sein kann. Kein geringerer als der königliche Hofbibliothekar und Zensor. Er war im Übrigen auch derjenige, der dem König die berühmte Madame de Pompadour als Mätresse zugeführt hatte. Casanova lernt nicht nur die Kunst der französischen Konversation, sondern auch Menuett zu tanzen. Und er legt sich auch noch einen französischen Namen zu, genauer gesagt einen falschen Adelstitel. Chevalier de Saint-Gald heißt er jetzt. So kann er sich einfach besser bewegen in der Pariser Adelsgesellschaft, die freilich immer dekadenter wird. König Ludwig XV. Dämmert auf seinen diversen Wohnsitzen vor sich hin, immer wieder von Depressionen heimgesucht. Der Hofstaat versucht ihn mit Festen und Jagden aufzuheitern. Das sind, neben der Chronique scandaleuse des Hofes, seine einzigen Interessen. Der Adel verdrängt die explosive Stimmung am Vorabend der Französischen Revolution mit einem Rückzug in die Idylle. Und Casanova hat wieder einmal Glück. In Paris trifft er den Kardinal de Berny wieder, mit dem er sich einst in Venedig die Geliebte teilte. De Berny ist als Günstling der Madame Pompadour Außenminister geworden und verschafft Casanova jetzt Kontakte und Aufträge. Unter anderem lukrative Geheimmissionen in den Niederlanden. Und er führt ihn in die höchsten Finanzkreise ein. Dort kursieren seit längerer Zeit Pläne für eine Lotterie, die helfen soll, die neue Militärakademie zu finanzieren. De Berny empfiehlt Casanova an die bedeutendsten Köpfe der französischen Hochfinanz weiter. Schon wird hinter den Fassaden der Adelspaläste gegen den Venezianer intrigiert. Aber durch seine neuen Beziehungen und seine flinke Zunge gelingt es Casanova, die Lotteriepläne als seine eigenen erscheinen zu lassen. Ausgerechnet ihm, der vorher nie mit Finanzen zu tun hatte und sich oft nur mit Betrügereien beim Spiel über Wasser halten konnte,
vertrauen die Franzosen ihre Lotterie an. Wieder einmal hat er gewonnen. Im Alter wird er bitter auf diese Zeit zurückblicken. Er erkennt ihre Dekadenz. Tatsächlich werden die Vergnügungen der Pariser Gesellschaft in jener Zeit immer abscheulicher. Casanova schaut sich, wie viele andere seines Standes, gern hinter den dicken Mauern der Conciergerie in Begleitung schöner Frauen Hinrichtungen an. Ansonsten beschäftigt er sich mit alchemistischen Zaubereien. Diese Vorliebe hat er mit vielen Grafen und Fürsten gemein und auch mit Ludwig dem 15. In einem solchen Laboratorium wie hier hat König Ludwig der 15. chemisch und alchemistisch gearbeitet. In einem solchen Raum, in einer solchen Ausrüstung hat er Diamanten gebacken, er hat seine Duftstoffe hergestellt. Übrigens hatte er im Park von Versailles in Trianon ein besonders schönes, besonders großes Laboratorium. Dort hat er, wie gesagt, Diamanten gebacken und Ähnliches gemacht, aber gelegentlich auch ausgesprochen kindische Experimente. Denn bei den Parkfesten des Königs waren insbesondere auch Feuererscheinungen sehr beliebt. Und dann hat man zum Beispiel so etwas wie hier gemacht. Sie sehen, wie wundervoll das brennt. Solche Erscheinungen waren damals ausgesprochen populär und außerordentlich beliebt. In Paris lernt Casanova auch die Marquise d'Urfé kennen. Sie ist eine der reichsten Frauen Frankreichs und eine berühmte Alchemistin. Casanova glänzt mit seinen Kenntnissen, um sich bei der Marquise einzuschmeicheln, denn in ihr wittert er den vielleicht größten Coup seines Lebens. Das war deshalb ein so besonders großer Coup, weil diese Dame alchemistisch außerordentlich gebildet war. Wir wissen, das war die erste Alchemistin, Chemikerin, wenn Sie so wollen, die sich mit der Chemie des Platins beschäftigt hat. Sie hatte sich ganz früh Platin besorgt und sie besaß die größte alchemistische Privatbibliothek ihrer Zeit. Casanova beeindruckt die Marquise mit seinen eigenen alchemistischen Kenntnissen und macht ihr klar, dass er nicht nur den Stein der Weisen besitze, sondern auch mit allen Elementargeistern in Verbindung stehe. Sie selbst, so sagt er der Marquise, könne das wohl nie, weil sie eben eine Frau sei. Ihr größter Traum ist es ohnehin, als Mann wiedergeboren zu werden. Für Casanova kein Problem, er kann das arrangieren. Mehrere Male hatte sie mir gesagt, sie sei bereit, mir ihr ganzes Vermögen zu geben, um ein Mann zu werden. Nun kam es mir darauf an, die Prozedur eine Weile hinauszuzögern. Denn sie wollte mir die fantastische Summe von 80.000 Francs im Jahr bezahlen. Ich ließ ihr einen Brief vom Mond empfangen, in dem es hieß, das Ganze solle auf das nächste Frühjahr verschoben werden. Dann würde ich sie schwängern, damit sie einen Knaben gebären könne, um so aus sich selbst heraus als Mann wiedergeboren zu werden. Der Brief des Mondes, den die Marquise empfangen soll, enthält auch die Instruktion, 7 Pakete bei Marseille im Meer zu versenken. Wertvolle Gegenstände sollen sie enthalten, Gold, Silber und Diamanten. Mit seinem Diener hat Casanova in der Nacht zuvor den Inhalt der Pakete durch Steine ersetzt und die Juwelen in Sicherheit gebracht. Die Marquise ist felsenfest von der bevorstehenden Geburt überzeugt und zieht sich erwartungsvoll nach Paris zurück. Erst als nach 9 Monaten noch nicht die geringsten Anzeichen einer Schwangerschaft festzustellen sind, wird der fanatischen Okkultistin langsam klar, dass man sie übers Ohr gehauen hat. Die Familie der Marquise trägt dazu bei, dass Casanova aus Frankreich ausgewiesen wird. Außerdem hat er wieder einmal hohe Schulden. Und wieder einmal peinigt ihn die Syphilis. Es ist erstaunlich, dass er sich auch von der schwersten Syphilis immer wieder erholt. Er bringt dann sein Inneres in Ordnung, wie er sagt. Das dauert 40 Tage und dann reist er weiter. Er ist niemals ein Gefangener des Schicksals. Er erholt sich von allen Schlägen wieder. Selbst wenn es sehr, sehr schlecht für ihn läuft, selbst dann, wenn er überhaupt kein Geld mehr hat. Und noch immer gelingt es ihm, an Fürstenhöfen und auf den Schlössern der Könige empfangen zu werden. Er reist nach Petersburg und besucht Katharina die Große. Er schlägt ihr die Reform des russischen Kalenders vor, damals ein durchaus aktuelles Thema. Casanova ist gut vorbereitet und erscheint mit allerlei Berechnungen, aber die Zarin lehnt ab.
Auch von Casanovas Vorschlägen zur Anpflanzung von Maulbeerbäumen und zur Einführung der Seidenerzeugung in Russland ist Katharina nicht begeistert. In ihrer großen Bibliothek hat sie sich über die klimatischen Bedingungen informiert, die für die Zucht von Seidenraupen notwendig sind, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass so etwas in Russland nicht viel Sinn macht. Casanovas Leben wird jetzt immer abenteuerlicher. Er reist nach Polen, verliert dort die Gunst des Königs, wird aus Österreich ausgewiesen, in Spanien wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet, aus Florenz verbannt, bleibt kurz in Rom und Triest. 8 Jahre dauert seine Odyssee, bevor er 1774 nach Venedig zurückkehrt. Auch dort geht es aber nur noch bergab. Was für einen Unterschied finde ich, wenn ich den körperlichen und seelischen Zustand meiner Jugend mit dem jetzigen vergleiche. Ich kann nur noch hoffen, mir jenen unvermeidlichen Abstieg, der dem Grabe zuführt, leichter zu gestalten. Als Verführer erreicht er einfach seinen Standard nicht mehr, vor allem als er nach Venedig zurückkehrt. Er liiert sich mit einer Schneiderin. Die beiden halten sich Hunde, um die er sich kümmert, wie ein Spießbürger von heute. Casanova braucht dringend Geld. Unter dem Namen Antonio Bratolini begibt er sich ins Dickicht der venezianischen Inquisition. Für ein kleines, aber immerhin regelmäßiges Einkommen arbeitet er als Spitzel. Er ist wirtschaftlich dazu gezwungen, aber eigentlich ist er damit auf der falschen Seite. Im Grunde seines Herzens lehnt er es ab, andere den brutalen Methoden der Inquisitoren auszuliefern. Deshalb sind die Inhalte seiner Spitzelberichte denkbar banal. Und wie so oft führt er wieder einmal seine Auftraggeber an der Nase herum. Noch einmal versucht er es als Schriftsteller und übersetzt Homers Ilias neu. Aber er kommt aus Geldmangel über den dritten Band nicht hinaus. Unter den reichen Venezianern findet er keine Unterstützung mehr. Ihre Dekadenz und geistige Flachheit stößt ihn immer mehr ab. Er verfasst eine böse Satire, in der alle, die ihn irgendwann einmal gekränkt haben, einen Denkzettel bekommen. Die Zensur, durch die das Manuskript gehen muss, begreift die Brisanz des Textes nicht, weil die Figuren verschlüsselt sind. Aber Casanova bringt einen entsprechenden Schlüssel in Umlauf, der keinen Zweifel mehr an der Identität der Protagonisten lässt. Auch mächtige Patrizierfamilien wie die Grimanis verschont er nicht. Er hat sein ganzes Leben lang gedacht, er sei der Sohn von Grimani, der ein Liebhaber seiner Mutter gewesen sein soll. Aber jetzt, in seinem Hass auf die Aristokratie, beschimpft er selbst seinen vermeintlichen Vater als Bastard. Das ist sein Ende. Man fordert ihn auf, Venedig so schnell wie möglich zu verlassen. Das ist das zweite, diesmal endgültige Exil. Er wird seine Heimat nie mehr wiedersehen. Ob Giacomo Casanova tatsächlich der uneheliche Sohn des Patriziers Grimani war, dieses Geheimnis konnte nie gelüftet werden. Ausgeschlossen ist es keineswegs. Am 16. Juni 1783 sieht Casanova Venedig zum letzten Mal. Aber er gibt noch immer nicht auf. 2 Jahre später stellt ihn der böhmische Graf Waldstein als Bibliothekar ein. Auf Schloss Dux wird er 13 Jahre lang jeden Tag an seinen Memoiren schreiben. Weil ihm allmählich die Zähne ausfallen und er sich hässlich findet, empfängt er kaum noch Besuch. Aber von Dux aus reist er noch einmal nach Prag. Dort trifft er Wolfgang Amadeus Mozart, der gerade die Ouvertüre zu der Oper Don Giovanni schreibt. Plötzlich fühlte ich mich noch einmal jung und mein Leben schien an mir vorbeizuziehen. Mozarts Librettista Ponte hat Prag schon verlassen. Und nach allem, was man weiß, gibt Casanova dem Text den letzten Schliff. Nur 2 Manuskriptblätter sind erhalten. Welchen genauen Anteil er an diesem Werk hat, das tatsächlich in vieler Hinsicht sein eigenes Leben widerspiegelt, gehört zu den vielen Geheimnissen um Casanovas Geschichte. Äh,
Sein alter Körper ist ihm zur Last geworden. Medizinisch gesehen ist er wahrscheinlich an den Spätfolgen seiner vielen Geschlechtskrankheiten gestorben, aber das hat eigentlich keine Bedeutung. Kurz bevor er für immer einschlief, hat er noch eine Krebssuppe bestellt. Die Freude an solchen Dingen ist bis zum Schluss in ihm geblieben, das Spielerische, das sein ganzes Leben ausmachte. Im Park von Schloss Dux wird Casanova verscharrt. Seine Überreste hat man trotz intensiver Suche nie gefunden. Erst 162 Jahre nach seinem Tod erscheint eine vollständige, unzensierte Ausgabe der Geschichte meines Lebens. Nach allem, was wir wissen, hat Casanova tatsächlich die Wahrheit geschrieben. Sein Lebensbericht ist das genaueste und persönlichste Sittengemälde jener Zeit, die wie kaum eine andere Epoche in Glanz und Elend auseinanderfiel.